Repertoire. Wer hat es öfter in ein schales Gefühl nach einer Spielerunde am Rechner? Der hebe die Hand. Woher kommt dieses schale Gefühl? Ich sag euch von wo. Man hat das Gefühl, das echte Leben zu verpassen. Aber bei dem Spiel, das wir lancieren werden, ist die subjektiv im Spiel verbrachte Zeit viel länger als die Zeit, die tatsächlich verstreicht. Das Spiel fungiert als Verlängerer des Lebens.
Es sieht genau so aus wie da, wo ich aufgewachsen bin. Was machst du? Ich habe was vergessen. Ein Passwort. Ich habe es an der Melodie geknüpft. G-A-B-D-G. Das war's. Erinnerst du dich? Achtung. Ihr hegt den Klotz. パパなしの人生は面白くない。僕パパが恋しい。お話を教えてあげる。本当？うん。小さな可愛い東京ハイディは小屋の中で一人きりでした。おじいさんはいませんでした。ふと物音がしてベッドの端を見ていた東京ハイディは心臓が止まりそうになりました。知らない女の人がハイディを見ていたからです。マスクをしていたその女の人は、私、綺麗？とハイジに聞きました。ハイジは震えながら、はい。
と答えました。すると女の人はマスクを取って恐ろしい口の裂けた顔で、私綺麗ともう一度ハイジに聞きました。ハイディは綺麗じゃないと答えると、口裂け女はハサミを出して、そのハサミでワルタリーの目を刺しました。そしてワルタリーの目が血でドロドロになるまで刺し続けました。はい、やっやっ、すごい。本当？ママは、口裂け女怖い？ママが口裂け女なのよ。Glaub dir nicht. Weißt du, dass ich mit Markus gefickt habe, als er verrückt wurde? Er wollte, dass wir zusammenarbeiten. Ich habe vor ein paar Minuten einen Zettel gefunden, auf dem stand, dass ich dich anrufen soll. Wir haben auch ein gemeinsames Interesse, diese Firma zu zerstören, die uns alle krank gemacht hat. In ein paar Wochen ist der Release des neuen Spiels. Und ohne Markus sind die am Arsch. Hör zu, Ryoko. Wir müssen rausfinden, was in China passiert ist. Dann werden wir reich. Setz dich vor den Klotz. Dreh jeden Zettel um. Folge deinem Gefühl. Nur wenn du das empfindest, was der Algorithmus von Markus will, kommst du eine Stufe weiter. Wenn du was Neues hast, dann ruf mich wieder an. Aber erst dann.
Wer deckte die Kuh in Kyoto? Mama? Was dein Vater uns zeigte? Mama, mach auf! Und du nicht mehr warst. Mama? Abwertender Ausdruck für eine Frau. Mit Deklinationsfehler. Halt! Gib her! Wie bitte? Test? Was für andere Tests? Mit wem? Fritz ist viel zu charakterschwach für die Engine. Es ist ein Spießer. Ich mach diese Tests, sonst niemand. Was denn für Nachwirkungen? Es ist ein Kitzeln im Kopf. Was soll das heißen? Ich habe mich verändert. Natürlich habe ich mich verändert. Nur vom Veränderten kann Veränderung ausgehen, Francis. Francis? Hallo? Ich bin so ein Schlampe. Schlampe heißt das! Nicht Schlampen. Einzahl. Meine, wie lange lernst du schon Deutsch? Das ist wirklich nicht zu fassen. Ich gehe auch nicht zu deiner Oma und sag Nakataka. To forsake. Helvetisch-alemannisch. Furister! To forsake. Und auf alemannisch? Man versickle. Was Walterli kriegt, bevor der Traktor kommt. Wie trinkt man gar nicht Wasser? Und was macht dein Mund? Schlaues Hundi. Ja. Ich möchte einen Hund. Den kriegst du auch. Und dann kommt der Traktor. Missbrauchtes Wort für solidarische Gemeinschaft. Adjektiv, keine politische Kategorie, mehr was für Leni aus Stahl. Verletische Uhrentechnik, das Rad aller Kernessenz. Das große Auge der Technik. Überholtes Prinzip für Homo sapiens. Nur für Fritz. Was denn, Trottel? Stimmt dir nicht Fritz Langs Meister? Oh, baby.
Gratuliere, Ryuko. Du hast das Rätsel gelöst. Ich möchte dir was zeigen. Folge mir. Was jetzt folgt, Ryuko, ist die subjektive Aufzeichnung meiner Erinnerung. Memo-Kassette, die Offline-Kampagne. Ja. Wir kultivieren einen Mythos um Markus, einen echten deutschen Helden, den genialen Mann des Algorithmus. Dabei führen wir die Nutzer zurück in den realen Raum und scannen mit Mini-Chips, die wir den rätselhaften Briefen eingewoben haben, ihre Hirne. Selbstverständlich, ohne dass die Nutzer das merken. Ja, klar. Und messen so ihre geheimen Offline-Sehnsüchte und ihren Hass auf alles amerikanisch Konzernhafte. Gamifizierung. Francis! Das kommt nicht auf den Markt. Denk nicht nur an dich, sondern auch an die Nutzer. Weiter, Zelda, das war geil. Fünftens, wir öffnen den Giftschrank und ermöglichen die perfekte Simulation des Offline-Zustandes mit diesem noch viel schöneren Gadget, dem roten Buch, Klammer Arbeitstitel. Wow. Hättest du es 21 gemacht? Sehr jung, ha? Mordzertung, das ist ja cool. Das rote Buch simuliert die reale Topografie. Die Outdoor-Walks im virtuellen Raum. Dem auf seinem Sofa sitzenden User wird die magische Simulation einer Offline-Welt reproduziert. So echt, dass er diese Welt nicht mehr von der echten unterscheiden kann. Eine Welt voll von anthroposophischem Geist, reiner Seelen, Geldflüssen und schönen Prinzen. Das hört sich nach einem Plan an, nicht? Applaus. Große Klasse, Applaus. Ganz toll, Zelda. Das ist geiler Scheiß. Immersion pur. Gratuliere, Mann. Immersion pur? Ihr hört mir nicht zu! In diesem Spiel ist die Unterscheidung zwischen Spiel und Wirklichkeit nicht existent. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle! Wer hat's erfunden? Markus? Markus! Hi. Was redet ihr? Hi. Hey, hey! Markus, was soll das? Markus! Hi! Mizuno no kani nagete! Hey, Markus, nein! Markus, du bist ein Freund von mir, weißt du das? Ich mag dich. Echt? Ich mag dich. Geh weg. Ich weiß, dass es eine harte Zeit für dich war.
Aber verstehe auch uns. Die Chinesen wollen Tests. Nur dann zahlen sie. Diese ökonomischen Argumente können dir doch nicht egal sein. Und die Chinesen machen diese Tests professionell. Nicht so wie du in deinem Bastelraum. Das kommt nicht auf den Markt. Du bist völlig verspannt, sag ich dir. Rationalistisch verhärtet, würde ich sagen. Ich hab dir gesagt, pass auf. Aber du meintest nur einen Kitzel im Kopf. Du bist selber schuld an deinem Zustand. Und der Arzt? Und der Unheilbare? Was will er da? Ha? Die Codes, hier. Meine Arbeit. Weißt du was? Du bist ein Angestellter, mehr nicht. Alles, was du erfindest, gehört uns. Das kommt nicht auf den Markt! Ihr wisst nicht, wie sich das anfühlt. Man sieht Dinge, die nicht sind. Fragt Fritz. Ja, Fritz. Fritz war drin. Zu lang. Fritz! Sag mal was! Grünes Eis. Ein Paradies für den, der gut zu tanzen weiß. So soll die Zukunft der Menschheit aussehen. Markus, ungefährlich. Die Nutzer brechen sich da draußen die Beine. Ja, wir müssen die Massen auf den Sofas erreichen. Wir waren immer gegen Mainstream-Strategien und wir waren immer gegen neuronale Eingriffe. Jein, Markus, jein. Wenn der Nutzer den Unterschied zwischen real und nicht real nicht mehr macht, dann sollten wir ihm das Produkt geben, das er haben will. Wir müssen im Flow bleiben. Wollen wir Geld verdienen oder nicht? Dieses rote Buch ist das Killer-Gadget, von dem wir immer gesprochen haben. Ich dachte, du weißt das, Markus. Das rote Buch berechnet Dinge voraus, die dann wirklich passieren. Yes! Auf anderen Realitätsebenen. Die Figuren treffen sich virtuell an Orten der Verdichtung. Man weiß nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Ja, auch das eine durchaus moderne Sichtweise. Ja, ich würde sogar sagen, dass... Ja, Schluss jetzt! Ja, Markus, was ist denn so schlimm? Schlimm? Schlimm ist das falsche Wort. Oder, Fritz? Manchmal lebt man für Jahrhunderte in einem anderen Menschen. In einer Nebenfigur. Die Nebenfiguren bilden sich ein, sie leben. Aber ihre Geschichten sind alle getaktet. Alle suchen auf jeder Ebene genau das Gleiche. Viele von ihnen finden es sogar gleichzeitig. Also wenn es sowas wie gleichzeitig überhaupt noch gibt. Mein lieber Cousin, was ist los mit dir? Markus, mit wem sprichst du da? Markus? Ryuko hat irgendetwas vergessen. Ryuko hat irgendetwas vergessen. Markus, hey, lass uns was essen. Setz dich hin. Beruhig dich. Markus, das rote Buch bietet dem Nutzer die ultimative Freiheit. Es befreit die Menschen von den Einschränkungen der Realität. Weißt du überhaupt, was für einen Schatz du da gehoben hast? Du kluger Mensch! Du darfst dem Nutzer das nicht vorenthalten. Das würde unsere heiligste Regel brechen. Zelda hat recht. Klickvieh-Maskottchen. Ja! Du bist der Programmierer! Ja, das wissen wir! Du bist der große Erfinder! Ja, wir brauchen dich! Mach es markttauglich. Mach es fertig. Hilf uns. Bitte, Cousin. Ich bin nicht dein Cousin. Wir sind nicht verwandt, Zelda? Was? Wir sind in keiner Hütte aufgewachsen. Es gab auch nie eine glückliche Start-up-Zeit in Berlin. Du bist mir fremd, Zelda. Was erzählt er da für einen Schwachsinn? Was? Na, ausnahmsweise hat er recht.
Wir haben die ganze Scheißgeschichte mit der Hütte und der Kommune erfunden, in eure Hirne gebrannt, damit ihr motivierter auftreten könnt. Ist eure eigene Erfindung. Ein Fake für die Sponsoren und die Fans. Ich hab echt jetzt selbst geglaubt. Fritz ga shabetta kara, chugokujin no hikensha ga dou natta ga kiite kudasai. Otto. Hai, onegai dakara kiite. Zelda? Ja, stimmt. Extrem. Zelda? Stimmt das, was Fritz erzählt? Über China? Ich habe nichts gesagt. Was ist in China passiert? Es gab Komplikationen. Markus, denk größer. Wie viele Tote gab es beim Bau der Albula-Linie? Das ist heute Weltkulturerbe. Oder Gizeh. Panama-Kanal. Du musstest geschützt werden vor diesen Dingen. Sonst hättest du deine Leistung nicht so abrufen können, wie das Projekt sie braucht. Das Projekt steht über allem. Boah. Wir können das Projekt auch ohne ihn fertigstellen. Francis, sorry, aber das können wir nicht. Doch, das können wir. Ich habe mit allen Abteilungen gesprochen. Verpiss dich, geh in die Klapse. Fahr gegen einen Baum. Als toter Mythos bringst du mehr ein als lebender Querulant. So, dann da. Mach sie fertig, Ryuko. Markus? Hallo? Hallo? Ich hab was. Es befreit die Menschen von den Einschränkungen der Realität. Weißt du überhaupt, was für einen Schatz du da gehoben hast? Du bist der große Erfinder. Ja, wir brauchen dich. Subjektive Aufzeichnung einer Erinnerung. Das ist juristisch unbrauchbar. Was ist das? Sind Avatare von eingeloggten Usern. Sie suchen Markus, ihren Gott. Muss keine Angst haben. Die sind an ein rotes Buch angedockt. Irgendwo sitzen auf ihren Sofas. Oh Gott!
sind nicht glücklich hier. Dass du mich angerufen hast. Ich hätte das alles überhaupt nicht geglaubt. Es ist so irreal hier. Aber das ist echtes Papier, oder? Das sind notariell beglaubigte Zeugenaussagen von chinesischen Neuro-X-Mitarbeitern, die den Konzern verklagen wollen. Markus hat das vor seinem Tod für dich zusammengestellt. Oh. Da ist was schiefgelaufen. Damit machen wir sie fertig. Damit werden wir reich. Ryuko, du hast etwas Wichtiges vergessen. Blöde Feinstück. Schlummer, Ryuko. Ah! Ah! Ah!
Hilf mir! Du hast eine Mission. Du musst mein Kind retten. Mission? Gut, gut. Ja, dein Kind retten. Dein Kind retten. Dein Kind ist mir doch scheißegal. Ach, man kann die Spielzeit nicht kontrollieren, verdammt. Markus, ich schaff das nicht ohne dich. Nein! Wenn der Mann zum Weibe geht, du... Es ist serienreif. Ein Geschenk für die Menschheit, ein Geschenk für die Massen. Jetzt kann man die Spielzeit einstellen. Safer Gaming. 60 Tage? Nicht Minuten? Heiliger. Der hat das verdammte Maximum eingegeben. Das sind 60 Jahre Spielzeit. So, aber jetzt darf ich mal. Komm, gib das her. Will nicht raus. Ich sag ja, es ist geil da drin. Du steigst herab ins Narrativ und übernimmst Verantwortung. Aber keine Diskussion.
ん、目を刺して本当に血が流れて、何やってんの、何言われたらいいのか、口下げようのか、口下げようのか、口下げようのか、何とかして、でもいつは大事やよ。一時間前にね、まあ一時間いても、ワロにとってはトシノはニトとバテだね。結局あの化け物は何だったの？あなたが湧いた生との時間を移植したんだ。そして今はユーザーがクラクラするようなの化け物すべてさ、リリッ、ババヤガ、そして口裂け女、ホッハリ。Bitte hören Sie auf, Ihr Japanisch ist unerträglich. Soll ich fortfahren? Waltali hat sich jetzt in die Hütte zurückgezogen mit immersierten Versionen von dir und Markus. Soweit wir das beurteilen können, seid ihr dort drin alle sehr glücklich. Die Auflösung ist natürlich altmodisch. Unsere Männer haben den Polder eingezäunt, um die antagonistischen Spielcharaktere rauszuhalten. Wer ist das? Wir nennen das die Schatten. Das sind Avatare von Nutzern, auch von Ausgelockten. Das System macht eine Kopie von einem Bewusstsein und lässt den Avatar weiter agieren. Da sind welche, die sind gefangen da drin seit Millionen von Spieljahren. Die sind von China bis nach hier gepilgert, durch virtuelle Täler, aber mit den perfekt simulierten physischen Folgen. Avatar mischt da auch mit. Obwohl ich hier bin. Unser Schicksal ist übrigens verschränkt, Ryuko. Wenn du etwas machst, Millionen Jahre weit weg von hier, dann machen ich und mein Avatar etwas ganz Ähnliches. Wir sind verschränkt, du und ich, wie zwei Quanten. Wir können in gewissem Maße eingreifen. Von Zeit zu Zeit versuchen wir, Waltali aufzuwecken. Erst das Aufwachen wird zeigen. Stöpsel ihn wieder an! Na los, stöpsel ihn wieder an! Hallo? Was? Ja, wir sind dran. Natürlich ist sie da. Okay. So, du Stück Scheiße. Darauf habe ich sehr lange gewartet. Wenn ihr Verbrecher jetzt nicht macht, was wir sagen, dann machen wir euch sowas von die Hölle heiß. Dann könnt ihr einpacken mit eurem Scheiß-Hirnfick-Spiel. Samt eurer Führerposition auf dem Weltmarkt und eurer chinesischen Drecksholding. Also erstens, wir verlangen vollumfänglichen Einsatz all eurer Kräfte zur Genesung von Waltali. Bis zu diesem Zeitpunkt werden alle Tätigkeiten, die die Veröffentlichung des Spiels angehen, eingefroren. Wann ist der Release? 2-3 Monate? Oh! Tolle Neuigkeiten. Neuro X tötet chinesische Testpersonen für neues Hirnfickspiel. Schön, oder? Das wird ein Verkaufsstart. Nun gut, eine Chance habt ihr noch. 2 Milliarden und wir halten dicht. Gut.
Sagen wir, ihr habt uns in der Hand. Aber wir haben auch etwas in der Hand. Nämlich das Hirn des kleinen Scheißers da drüben. Das könnte eine Win-Win-Situation sein. Wenn alle das Richtige machen jetzt. Wartmann hat sich gemeldet. Der Vertrag ist heute Abend bereit. Was schaust du mich so an? Kannst du mich mal kneifen? So? Ja, jetzt tut's weh. Ist das echt? Die jüngste Milliardärin der Welt. Schreib dir eine Rechnung. Mit wie vielen Nullen? Aus meinem Herzen fließt kein Wasser mehr. Du hast den Klotz und deine Seele verkauft. Thank you.
Natürlich hat sie 4 Millionen. Hier, das ist ein beglaubigter Kontoauszug ihres Vermögens. Lustig. Alles in 2D. Krieg ich jetzt einen Hund? Komm! Komm bald wieder. Und kauf dir bessere Schuhe. Guten Abend. Können wir kurz reinkommen? Wie Sie ja vielleicht wissen, gibt es einen Nostalgie-Wettkampf hinsichtlich der Veröffentlichung eines Retro-Olympiadespiels, wie Sie an unserer Aufmachung erkennen können. Wie Sie vielleicht auch wissen, gab es Terrordrohungen. Die ganze Gegend hier unterliegt einem erhöhten Sicherheitsdispositiv. Sicherheitsdispositiv? Seltsame Geräusche bei Zyki Sepp, der Scheune gemeldet.
Geht mal nachschauen. Hey, hör! Wir freuen uns sehr. Wir möchten Sie kurz einführen in den Stand der Technik. Funktioniert es mit der Übersetzung? Sir, klär uns mal auf, was abgeht. Gerne. Nun wechseln wir von der Nebenfigur wieder auf die Hauptfigur. Das ist jeweils eine besondere Anstrengung für unseren User. Sind deshalb die Frauenfiguren immer so plagiert? Das können wir nicht beeinflussen. Das Hirn unseres Testusers Markus stellt der Engine eine gewisse Anzahl Archetypen zur Verfügung. Hier, die zärtliche Ehefrau. Wir zeigen es Ihnen, Hans. Ihr Nebenplot ist natürlich etwas holprig konstruiert, mit narrativen Sprüngen und überflüssigen Figuren, aber durchaus reizvoll für gewisse Leute, vielleicht. Eigentlich steht die Grundstory, ist schicksalhaft determiniert. Wenn man sie aber so live streamt wie jetzt, verhalten sich die Avatare in den Details manchmal faszinierend anders, als der Masterplan es vorsieht. Ich muss dir jetzt meine Mission erklären. Wir haben lange auf diesen Augenblick gewartet. Morgen früh kommt vieles zusammen. Und diesen Augenblick müssen wir nutzen. Tust du mir was auf? Kann irgendwie alles nicht sein. Diese Zufälle. Was war mit der Leiche in deinem Auto? Das ist nicht gut. Das ist hervorragend. Freust du dich, dass ich wieder da bin? Du hast den Klotz verkauft. Du hast dich ausbezahlen lassen wie eine Hure. Hat mich irritiert, gebe ich zu. Es ist schlimm. Es ist schlimm, weit weg von deiner Familie zu sein. Ruhig. Wenn die wüssten. Wenn du mir helfen willst, dann komm ins Hotel.
In einer Stunde. Zieh das an. Hör dir die Anweisung an. Ich komme nicht. Du schmeckst nicht versäckler, gell? Wenn die Engine komplexe weibliche Charakterroutinen berechnen muss, wird plötzlich der Hauptplot kriegerischer. Und immer planen unsere User Attentate gegen NeuroX. Das ist eine Art Konstante auf allen Erzählebenen, Amokläufe und Krieg. Die User werden es lieben. Können wir bei der Nebenfigur bleiben? Die interessiert mich mehr. Mutter, was ist los? Und? Irgendwas muss doch jetzt passieren. Der Plot wird sich anpassen. Was auch immer dazwischen passiert, der Wendepunkt steht. Die Vorbereitungen für die NeuroX-Spielerkonvention sind in vollem Gange. Die lokale Bevölkerung hilft begeistert mit, aus diesem Anlass ein großartiges Ereignis werden zu lassen. Nebst einem Traktor-Geschwindigkeitslauf wird im Geiste der Olympischen Spiele der legendäre Nostalgie-Biathlon-Wettkampf stattfinden, rund um das Kongresshotel. Dieser folgt zwecks der Lancierung der neuen Sportspielereihe von NeuroX. Experten aus aller Welt fliegen die Tage ein, um auf der Hochebene der Avatare die neueste Produktreihe präsentiert zu kriegen. Insbesondere werden Sören und Zelda Madsen auch über das sagenumwobene Rote Buch sprechen. Dieses neue Gerät soll die blaue Blume der Technik erblühen lassen. Meldungen über angebliche Anschläge von Offline-Separatisten haben die Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Diese feinstofflichen Details sind extrem. Es ist wie ein Traum. Wir schaffen zum ersten Mal, diese Hirnleistungen für ein Produkt zu nutzen. Schön gesagt, Zelda. Merk dir das für die Convention. Es ist klar, was jetzt passieren muss. Außerdem ist es doch emotional überzeugend. Es ist dummer Kitsch.
他有真人的感情吗？我蛮想知道，什么了吗？ Psycho. Mhm. Genau so etwas habe ich geträumt. Hotel angekommen. Orientiere dich. Öffne deine Jacke. Das ist keine normale Jacke, Ryuko. Geht ins Hotel. Diese Menschen sind schuld. Das sind keine Menschen, das sind Schweine. Sie haben das Leben unseres Sohnes auf dem Gewissen. あなたがワルタの死を分かるはずがないじゃない。このテープが録音されたのがワルタが死ぬ前だから。 Stop! Aus! Game over! Das ist nur ein Game. Können schießen, ist völlig egal. So, denn ne, Kimi no Kacha, ne? Oni Baba, wakatta? Ha! Suge! プラス5マイナス5が5。
Du hast recht. Wir sind in meinem Spiel. Bist du? Also, wir sind im Spiel von Markus, dem Neuro-X-Pförtner. Der Oberflasche. Na, habe ich euch gut getroffen? Hört ihr mich? Warum? Ha? Was ist das für ein Scheiß? Wir arbeiten. Warum bin ich wach? Haschisch, ey. Er ist der typische Konsumer. Gescheiterte Schulkarriere, zu viel gekifft in den Nullerjahren, streifte die Alternativszene, ohne tief in sie einzudringen, guckt TV-Serien 7 Staffeln am Stück. Gelegentlicher Konsum von Manga-Pornos, aber nichts Extremes. Der ideale Test-User. Wenn das dein Spiel ist, was bin dann ich? Oh. Du? Du bist eine Nebenfigur? Also so eine Art Schatten. Von mir erfunden, aber ich glaube, es gibt dich auch in echt. Also natürlich bist du hier so, wie mein Unbewusstes sich dich vorstellt. Also schöne Jetty Kleider, Kampfsau, lesbische Ader. Und Walter? Au! Das ist nicht Walter. Walterli. Ja? Ja klar, Walterli. Walterli ist nicht tot. Nein, nein, weil es ihn gar nicht gibt. Es ist ein vollständig erfundener Charakter. Hey. Was ist los? Nach einer solchen Erkenntnis löst sich eine Nebenfigur eigentlich auf. Ja, eigentlich. Kann man das irgendwie abstellen? Ich mag diesen Japan-Horror-Scheiß nicht. Schau mal. Wir haben ein kleines Problem. Wenn wir diese Mission hier nicht zu Ende führen... Und es ist nicht gerade hübsch hier. Vorschlag. Ich bleib hier und halte die Stellung. Und du gehst rein ins Hotel und... Ah!
Und was jetzt? Ganz einfach. Entweder er löst seine Aufgabe, er zerstört das Hotel oder er muss innerhalb des Spiels scheitern. Er muss sterben. Mann, schieß dir doch in den Kopf. Davor hat er Angst, das macht er nie. Checker dein Schaukui. Er hängt. Es tut mir wirklich leid. Ich denke, wir haben ihn verloren. Übersetzung, stopp. Wir sind total am Arsch. In 3 Wochen soll dieser Schrott auf den Markt kommen. Ich bitte alle jetzt, systemaffirmativ zu lachen. Oh, shit. Francis, hast du gesehen? Sie schaut schon auf die Uhr. Und wieso tun wir uns das an? Weil die Zukunft des Kapitalismus rosarot und weiblich sein wird. Sören, du bist entlassen. Zelda vertritt meine Interessen besser. Sie ist klüger als du. Klüger als ich. Ich werde in Zukunft nur noch Zuschauer sein. Sie bewegt sich. Es geht weiter. Ich hab's doch gewusst. Die Engine bahnt sich ihren Weg. Ich hab's dir gesagt, Francis. Und du hast nicht an mich geglaubt. Es fügt sich zusammen. Völlig plausibel. Jetzt verstehe ich sie. Waffe! Ryuko muss ihren Hass gegen die Firma wenden. Waffe! Blattschuss! Ja, Ryuko, knall sie alle ab! Du bist verschränkt, Ryuko, mit dem Widerstand. Hör auf! Danke, Sicherheitsdispositiv! Erst wenn die Verzweiflung am größten ist, schreitet die Rebellen zur Tat. Nachtli alle miteinander! Hallo, Fall! Hab ich dich! First come! Scheiße! Wir sehen uns wieder in 1 Million Jahren. Bald. Hegemonie? Wir machen Versuche mit Chinesen? Welch abendländische Arroganz. Lieber Freund. Ja, noch nicht mehr! Ah!
tete naite wakareta sumida ga wa omoi dashimasu kannon sama no aki no hiure no kane no koe. Ah, so datta wa ne. Anata ga 20. Atashi ga 17 no toki yo. いつも清本のお稽古から帰ってくると、あなたは竹屋の私で待っていてくれたわね。そして、二人の姿が水に映るのを眺めながら、にっこり笑って寂しく別れた。本当に儚い恋だったわね。 中見せ歩く春を待つ夜の年の一会えば泣けます今どの空に幼なじみ